Für McLaren beginnt mit dem neuen Boliden eine neue Ära. Die Ära nach Ron Dennis, was sich auch am Autonamen zeigt. MCL32 heißt der neue Bolide, hier der Technik-Check im Schnelldurchlauf. Bei der Nase erkennt man eigentlich keine großen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Klar, sie ist diesmal orange, die markanteste Änderung am ganzen McLaren. Die Pylonen, die die Nase mit dem Flügel verbinden, die sind sehr, sehr auffällig. Die sind noch extremer als schon am Renault gesehen, noch länger. Und vor allem sind sie geschlitzt, 3 Schlitze bis nach hinten. Das sieht schon sehr, sehr detailliert aus. Im vergangenen Jahr hatte McLaren lediglich einen kleinen Schlitz und eine etwas längere Pylone, aber vielleicht maximal die Hälfte von der am Wagen gezeigten. Ein S-Schacht hat der McLaren auch. Die Öffnung befindet sich direkt am Ende der Pylonen. Der Auslass befindet sich noch vor der Radaufhängung, relativ früher als am Ferrari und als am Mercedes. Ja, die spannende Sektion wie immer hinter der Vorderachse. McLaren hat einen riesen Bartsport, das relativ elegant aussieht. Es hat auch ein kleines Element, das wir schon am Mercedes gesehen haben. Der Mercedes hat diesen Bumerang-Windabweiser nach oben. Dieser Bumerang-Windabweiser fällt bei McLaren nicht ganz so extrem aus. Der geht auch direkt ins Bartsport über, sieht sehr, sehr elegant aus. Das Bartsport an sich geht dann auch nochmal direkt in den Seitenkastenflügel über. Der Seitenkastenflügel hat eine Stufenform, das haben wir auch schon ein bisschen so am Renault gesehen. Interessant ist, dass der McLaren Seitenkastenflügel keinen Bügel um den Seitenkasten macht, sondern einfach nur gerade nach oben geht und auf dem Seitenkasten dann nur 2 so kleinere, etwas ja, simplere Luftleitbleche installiert sind. Das haben wir bei anderen Teams schon detaillierter und ja, etwas ausgefeilter gesehen. Sind wir mal gespannt, es werden ja noch große Entwicklungsstufen kommen. Die Seitenkästen selbst sind sehr, sehr stark unterschnitten. Es ist noch, selbst vorne auf dem Unterboden ist sehr, sehr viel Platz. Also da könnte man auch wieder die ein oder andere Bierkiste abstellen. Gleiches gilt natürlich für hinten. Spannend ist dann auch nochmal am Heckflügel zum einen die Befestigung. Es gibt auch eine zentrale Strebe, wie bei den meisten anderen Teams. Bei McLaren führt die Strebe nicht durch den Auspuff durch, sondern einmal drumherum. Noch interessanter ist allerdings dann die Heckflügel-Endplatte. Da sehen wir ein Novum. McLaren hat solche Zacken in der Sektion, wo die Endplatte die Biegung macht. Die Zacken gehen aber diese Biegung nicht mit, sind nicht gekrümmt, sondern gehen gerade nach unten. Das sieht ja sehr eigenartig aus, wenn man es das erste Mal sieht. Sind wir mal gespannt, ob da vielleicht andere Teams auch noch mit dieser Lösung kommen. Sonst sieht der McLaren relativ elegant aus, muss man sagen. Es gibt keinen großen technischen Clou, aber vielleicht braucht es ihn ja in der Saison 2017 nicht. Das war der Technik-Check im Schnelldurchlauf des McLaren. Die ausführliche Version der Technikanalyse gibt es wie immer auf motorsportmagazin.com.